Die Abiturfeier des Hohenstaufen-Gymnasiums fand erstmals nicht in der Eberbacher Stadthalle, sondern in der aufwendig dafür hergerichteten Hohenstaufen-Sporthalle statt. Wegen des Doppeljahrgangs aus G8 und G9 Absolventen erhielten fast doppelt so viele Schülerinnen und Schüler wie sonst ihre Abiturzeugnisse. Für G8er und für G9er, sie machen keinen Unterschied, weil auch das Leben zwischen ihnen künftig auch keinen Unterschied mehr machen wird. Liebe Abis, herzlichen Glückwunsch zum Abitur und alles Gute fürs Leben. Auch wenn der Gefängnisalltag im HSG, Hochsicherheitsgefängnis, nicht immer fröhlich und heiter war, wir haben unser Abi in der Tasche. Ich kann Ihnen hier mitteilen, dass 160 Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr am Hohenstaufen-Gymnasium in Eberbach das Abitur bestanden haben. Der Gesamtschnitt dieses Jahrgangs ist 2,3. Aber wir haben insgesamt 43 Schülerinnen und Schüler, die ein Abiturzeugnis bekommen werden mit einer 1 vor dem Komma. 4 Schülerinnen und Schüler haben eine glatte 1,0 erreicht. Live without my music. The impossible to do.